Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Battlefield 1. Und zwar spielen wir mit der Jay Rigotti hier Eroberung auf einen der neuen Maps. Meine Güte, wir spielen die Jay Rigotti, oder wie auch immer sie heißt, ich glaube sie heißt so, wegen eines Auftrages, denn wir müssen ja immer noch versuchen, ein paar neue Waffen freizuschalten. Ich habe zwar gesagt, ich möchte mich jetzt hier nicht durchzwingen und wenn ich dann auch merke, so ey, die Waffe liegt mir einfach nicht oder ich krieg's nicht so gut gebacken mit der, werde ich dann eventuell auch nochmal wechseln. Ich werde ganz einfach irgendwie irgendwann mal so ein bisschen selber spielen müssen. Irgendwie sowas wie Fort Wo oder sowas, welche ja relativ klein ist, relativ eng ist, wo man relativ viel schnell Kills machen kann. Um dann die Waffen freizuschalten. Aber hier wollen wir trotzdem mal ein bisschen was versuchen. Oh nee, das sieht mir zu offen da aus. Kann man hier irgendwo so einen kleinen Gebirgspass lang? Ja, das sieht gut aus. Frage, da ist ein Sniper. Ah, der hat auch noch dieses... Oh, da wurde er weggehauen. Der hat auch noch dieses Sniper-Schild. Denn noch campiger geht's ja nicht. Dieses komische Sniper-Schild. Das habe ich nur einmal benutzt. Ich habe es mir sogar gekauft. Einfach um zu gucken, was das so ist und ob das so gut ist. Und naja. Hilfe zählt als Kill. Das reicht mir auch. Vollkommen aus. Wir sehen schon da 14 von 40. Ansonsten müssen wir hier noch machen Truppheilungen, was eigentlich auch nicht so schwer ist. Oh, komm. Warte. Bleib liegen, Kollege. Ich krieg dich. Krieg dich. Boah, von was wurde ich denn da... Oh. Martini Henry. Martini Henry hinter mir. Schade, dass der da irgendwo... Wo kam denn der her? Das sah so aus, als wäre das alles unser Gebiet von mir aus. Also hier aus der Richtung. Aber ich habe nicht gesehen, dass die D schon haben. Na gut, dann gehen wir zu ihm hier. Der hier steht, glaube ich, ganz gut. Zumindest, wenn man angreifen möchte. Kann man ihn vielleicht auch heilen? Nein. Momentan zumindest nicht. Da liegt er. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber ich muss Truppheilungen machen. Ich muss auch Kills machen. Alles auf einmal. Na gut, den nehmen wir auf jeden Fall wieder ein. Das sieht gut aus. Unser Team dominiert sowieso komplett das Schlachtfeld. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie an der Seite liegt oder ob mein Team einfach verdammt krass super gut ist. So, komm Leute, ich wollte doch Heilung haben irgendwie. Ihr wollt doch Heilung haben. Ich brauche Teamheilungen. Sehr gut. So, diese Merkmale oder wie auch immer die Dinger nun mal hießen hier, diese Perks, habe ich bis jetzt auch noch nicht freigeschalten, leider. Ich habe jetzt, glaube ich, schon rausgefunden, wie das geht. Allerdings habe ich da irgendwie das für einen Sturmsoldaten im Moment ausgewählt. Das heißt, es bringt mir... Ich weiß nicht, ob es mir was bringt, mit dem Medic zu spielen. Oder es wird einfach nicht angezeigt oder es wird noch nicht ganz verfolgt oder so. Meine Güte. Wie viel Schuss habe ich damit? 10? Sah mir so aus, ne? 10, ja. Keinen einzigen Kill gemacht mit. Zwar ein bisschen assisted, aber naja. Nicht wirklich das, was ich verlangt habe oder was ich wollte. Jawohl! Wenn man da gezielt und genau und abwartend schießt, dann kriegt man da was. So, da vorne ist ein Teammate. Ich will bei meinen Teammates bleiben, denn ich möchte ja immer diese Teamheilungen durchführen. Der da könnte was gebrauchen. Der müsste nur mal stehen bleiben. Wow, wo kam er denn jetzt schon wieder her? Irgendwie erwartet, dass hier oben meine Friends wieder am Start sind. Heil dich erstmal, Mann. Heil dich erstmal. Das war vielleicht nicht so gut zu schießen. Ich sollte eventuell mal ganz kurz weg. Die kriegen jetzt den Panzerzug schon. Was natürlich relativ früh im Spiel ist, nach 10 Minuten. Krass. Ich war natürlich nicht direkt am Anfang an drin, das habt ihr ja gemerkt. Ich hatte schon gestartet, deswegen war ich auch so verwundert, dass hier die Leute schon so führen. Sieht geil aus hier mit diesen schneebedeckten Kanonen. Oh, ich liebe einfach Schnee, Mann. Schnee ist so schön. Auch wenn ich gar nicht so der Skifahrer oder so bin oder der Wintersportler. Weil ich einfach nicht die Möglichkeit dazu habe. Ich war zwar schon mal Skifahren und das hat auch super gebockt und alles. Aber ich habe einfach nicht die Möglichkeit, hier im Norden irgendwo großartig zu Ski zu fahren. Obwohl, da ist eine Snowdome-Halle, die ist in der Nähe von Soltau irgendwo. Und da könnte ich auch mal gerade fragen, hat das schon mal einer gemacht von euch und lohnt sich sowas? Ist es geil? Macht das Bock? Ich weiß es nämlich nicht. Ich könnte mir halt vorstellen, dass die meisten Leute sagen werden, ah, nee. Ein komischer Snowdome kann man ja wohl nicht vergleichen mit richtigem Skifahren. Du Lappen, geh mal lieber irgendwie nach Bayern. Und, was wollte ich denn vorher sagen? Ja, warum mag ich denn trotzdem irgendwie dieses ganze Winterzeug? Irgendwie ist das alles so mit Nostalgiegefühlen gemischt. Ganz einfach, halt, bleib liegen. Oh mein Gott, der gibt einfach, der drückt einfach durch. Und zwar war das alles so irgendwie, ich weiß nicht, so um Weihnachten rum. War es sowieso so voll die geile Zeit, finde ich immer.
Ja, geil. Hilfe, aber kein Kill. Ich habe auch irgendwie erwartet, dass der Kopfschuss mehr zieht als das. Ehrlich gesagt, aber gut. Naja, jedenfalls war das alles so um Weihnachten rum. Da hat man sowieso schon so voll die tollen Zeiten. Und irgendwie, als ich klein war, ich weiß nicht, ob das so Verblendung ist oder sowas, aber als ich klein war, hat es immer geschneit. Immer hat es geschneit zu Weihnachten. Und dann war das voll die tolle Zeit, irgendwie mit seinem Vater so Schneemann bauen, Iglu bauen, mit dem Bruder zusammen mit dem Hund spazieren gehen und dann über so einen vereisten Fluss gehen oder so. Oder so ein Bach halt, ein Fluss ist ein bisschen hart. Oder so vereisten Bach gehen, allgemein irgendwie. Alle diese Sachen, die man so als Kind im Schnee machen konnte, Alter, das war so Kreativität ausleben, keine Ahnung. Man konnte halt alles Mögliche daraus formen. Ist wie so ein riesengroßer Spielplatz für einen, ne? Als wäre das so Lehm oder sowas. Also es musste natürlich guter Schnee sein. Dann halt allgemein Schneeballschlachten, Schlitten fahren, rodeln. Alter, das ist einfach super cool gewesen. Natürlich war ich dann damals auch schon mal Skifahren. Klammern Skifahren, weil das ist für mich irgendwie nicht so das korrekteste Skifahren. Denn ich habe dann auch mit meinem Bruder immer so gesagt, ey Mama, wir wollen nochmal Skifahren, das ist doch voll cool. Und die dann so, ja natürlich, aber hier in der Gegend gibt es halt keine Abfahrt und bla bla bla. Und Onkel und Tante, die relativ nah wohnen, haben Skiausrüstung. Aber natürlich für was, wenn man da nicht mit Abfahrt wohnt? Nein, natürlich für Langlauf. Es werden erstmal manche fragen, was ist denn Langlauf? Es gibt zwei verschiedene Arten bei Skifahren oder beim, ich weiß nicht, ob das beim Snowboarden auch gibt. Ich gehe von Nein aus. Beim Snowboardfahren wird es nur Abfahrt geben. Naja, jedenfalls gibt es zwei verschiedene Arten beim Skilauf. Eine davon ist Abfahrt. Das ist das klassische Skifahren, wie man sich das so vorstellt. Dass man einfach den Berg runterfährt, einen steilen Berg runterfährt, einen steilen Hang runterfährt. Und das andere ist halt Langlauf. Langlauf ist, dass man so einen, ja, relativ seichten Berg runter geht, mehr oder weniger. Also in so einer Symbiose, in so einem schönen Sinustakt oder sowas. Oh, wow, wow. Dass man den so runterwandert, den Berg. Deswegen hat man da auch diese Skistöcke und sowas. Dass man die teilweise als Hilfe benutzt und dann immer schön so im Gleichschritt. Zack, links, rechts und dann immer so, ja, minimal schnell. Also ähnlich wie Inline, also das ist jetzt ein sehr schlechter Vergleich, wie ich finde, aber naja. So ähnlich wie Inline-Skaten irgendwie, dass man immer so mit einem Fuß Schwung holt und dann, dass man so mit Skiern durch die Gegend läuft. Das ist dann Langlauf. Das ist halt eher so eine Art Ausdauertraining, als dass es irgendwo großartig ist. Der Spot! Also sorry, Spiel. Also sorry, Spiel. Wow. Einfach nur noch wow. Battlefield hat einfach die besten Spawns der Welt. Also wirklich so sofort Highlight-Clip erstellen davon und zu Dice schicken und sagen, ey, Leute, irgendwie läuft da was ganz gewaltig schief bei euch. Dass sowas geschehen kann. Der arme Typ, tut mir echt leid, aber was soll ich da machen? Das tut mir wirklich sehr leid für den Kerl, aber was soll ich denn da wirklich machen? Das macht doch dann jeder. Ich will doch nicht warten dann und dem die Chance lassen oder so. Und dann sagen, ah komm, laufe ich jetzt halt weg. Ich meine, das passiert mir ja auch andauernd, dass ich so spawne oder gefühlt so spawne. Und das ist ja wirklich meine Güte. Meine Güte. Naja, jedenfalls war das Langlauf dann natürlich totaler Mist. Und dann habe ich immer erst so gedacht, Skifahren ist scheiße. Das macht doch gar keinen Spaß. Und natürlich für den Moment war es erstmal aufregend. Auch wenn es so ein komischer Langlauf war. Und sorry für die ganzen Leute, die jetzt Langlauf selber machen. Ich denke mal, die meisten davon sind sowieso ein bisschen älter als ich damals, als ich Langlauf gemacht habe. Aber damals als Kind, da will man doch Action haben. Da will man doch irgendwie, da hört man so Skifahren und dann hört man von seinen Kumpels so in der Schule, die das schon mal gemacht haben, so, wow, das ist voll geil. Und dann fährst du da den Berg runter und wow, und das und dies. Meine Güte, sind das hier alle Gammler. Und dann machst du das und dann denkst du dir so, hä, das ist doch voll scheiße und öde. Aber es ist krass, dass man den nicht anschießen kann, während der auf dem Pferd aufsteigt. Also das ist auch interessant zu sehen, dass der dann invincible ist, dass der so unverwundbar ist in dem Moment, nicht treffbar. Ihr habt es gesehen, ich habe sau langsam auf das Model geschossen. Ich hätte aufs Pferd schießen sollen. Ich hätte einfach aufs Pferd drauf geböllert mit voller Wucht. Dann wäre der wahrscheinlich runtergefallen. Also mit beiden Waffen. Ich habe gedacht, ey, schießt einfach den Soldaten runter, aber wenn er da drin zu der Zeitpunkt unbesiegbar ist, ist es natürlich nicht machbar. Finde ich ein bisschen gemein. Finde ich wirklich ein bisschen gemein. Das ist den Kill, habe ich meiner Meinung nach nicht verdient, aber gut. Das Spiel hat doch noch so einige Ecken und Kanten. Das hat mich jetzt selbst gewundert, weil eigentlich habe ich so den Eindruck gehabt, man kann den Typen da direkt runterhauen. Oh, der Schuss in der Luft während des Runterdroppens. So ist es, unser Reiterfreund hier. Der ist zu weit weg. Na, ich hätte das nicht machen sollen. Der war zu weit weg, Mann.
Schade, jetzt hat mich da so ein ganz lower geholt. Ganz, ganz lower, aber ich stand auch still. Und was weiß ich. Naja, mit dem Skifahren zumindest war das dann so eine Erfahrung, wo man sich dann so im Endeffekt gedacht hat, so, naja, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie den Eindruck, die Leute, die das irgendwie machen, haben mich angelogen oder es war halt nicht so toll. Und dann habe ich halt auch erst erfahren, so von wegen, hey, da gibt es aber verschiedene Arten von. Jetzt heil den endlich. So. Das waren meine tollen Skifahrgeschichten. Ihr könnt natürlich auch eure super tollen Skifahrgeschichten und Erlebnisse reinschreiben. Ansonsten, das habe ich schon mal häufiger erzählt, habe ich natürlich mittlerweile schon mal, oder war ich schon mal richtig Skifahren. Und das Ganze war tatsächlich, was ich richtig cool finde, das war eigentlich mit das Geilste überhaupt in der ganzen Schulzeit. Von der Schule organisiert als Skifreizeit. Das heißt, man hatte ein halbes Jahr beim Schulsport, also ein Halbjahr beim Schulsport hatte man Skivorbereitungskurs so gesehen. Und dann zum Ende des Halbjahres diesen Skikurs. Und da wurde dann auch bewertet, was echt interessant war. Dann hat man da halt immer so ja, die langweiligen Theorien teilweise gehabt. Also es war jetzt nicht wirklich jede Woche dieser Skivorbereitungskurs. Aber halt, wie weiß ich nicht, das waren so Blöcke. Und da hat man dann halt so gelernt, die Theorien von wegen, was gibt es, wie ist das, bla bla bla, was muss man beachten. Wie macht man dieses Pommes und Schranke da, also diesen Schneeflug am Anfang. Wie macht man dann danach dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses zur Seite driften. Das heißt sicher nicht so. Jedenfalls diese andere Bremsart, diese fortgeschrittene Bremsart, dieses, wo man sich dann immer so richtig schön zum Hang hin reinlehnt. Deswegen habe ich jetzt auch driften gesagt. Ich denke mal, die meisten Leute werden wissen, was ich meine, wenn die jetzt hier Skifahrer dabei sind. Und dann das Ganze auch noch mit Snowboard und bla 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 bla. Und dann war es natürlich so, dass dann diese... Boah, was? Wie kann er den Schuss treffen? Wenn er komplett unterdrückt... Das war einfach nur krank. Der hat so abgelackt. 100 pro Safe. Der hat so abgelackt. Das ist ja krass. Naja, dass man dann diese Sachen hatte, diese Theorie, und dann ist man da gewesen. Das hat dann echt gebockt. Dann ist man natürlich erstmal auf der blauen Piste, weil man traut sich jetzt da nicht so viel zu. Da gab es dann noch blau... Gab es da rot und schwarz? Ich glaube, blau, rot und schwarz. Rot war halt mittel und schwarz war dann halt ultra gefährlich. Und zum Ende hin, ich glaube, das waren 10 Tage, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, war ich dann auch auf der schwarzen Piste, also die letzten paar Tage. Was ich natürlich sagen muss, ist, es ist ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist. Das Skigebiet war relativ klein. Ich glaube, es gab 2 blaue, 2 rote und 2 schwarze Pisten. Oder war das anders? Ich weiß nicht. Ich glaube, zumindest so war es. Und ist natürlich dann am Ende, zum Ende hin, sagt man dann sich so, ja gut, ich habe alles gesehen irgendwie, macht nicht so viel Spaß. Und ich muss sagen, wenn man Spaß haben wollte, dann waren die roten Pisten eh am coolsten, weil die schwarzen waren dann teilweise auch schon so mit... Das war richtig anstrengend teilweise, wirklich. Doch, da ist man eine recht lange Strecke gefahren, da waren dann auch, ja überall, oder was heißt überall, so teilweise schon so ein bisschen Pulverschneegebiete, so tief... Schnee... Uiuiui, Gebiete... Wo man dann ja so ein bisschen versinkt und sowas, dass das dann wirklich nur noch harte, anstrengende Beinarbeit ist irgendwie. Oder für mich, vielleicht war ich auch von der Technik halt nicht gut. Ich meine, was kann ich erwarten? Ich habe 6-7 Tage da Ski gefahren und war auf der schwarzen Piste. Aber das hat richtig gebockt. Das war übrigens, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, das war übrigens so zur 11. Klasse oder so hin. Sehe ich hier gar keinen Gegner mehr, Mann. Sollte vielleicht hier bleiben. Der Panzerzug lebt ja auch noch, Mann. So irgendwie so Teamheilungen habe ich jetzt ja gar nicht hingekriegt. Aber naja. Dann war das eigentlich echt cool mit diesem ganzen Skigefahren. Das hat richtig gebockt, also würde ich auch gerne mal wieder machen. Ist bloß sau weit weg. Wir waren damals in Italien für alle Leute, die sich dafür interessieren. Und das Witzige dabei ist eigentlich, was hängen geblieben ist, ist so, sind so teilweise Stories, dass dann da Leute, da war man halt in der 11. Soll heißen, in der 11. und dann hat man so eine Art Klassenfahrt, so eine Art Fahrt. Was machen die Leute? Die trinken dann natürlich auch was. Und dann hatte man da die Kollegen... Hatte man da die Kollegen dabei, die sich natürlich irgendwie am ersten... Das war der König, Alter. Der Kerl. Dieser Typ, Mann. Ich hab den nicht gekannt, der war aus der Parallelklasse irgendwo. Also ich hab den nur flüchtig gekannt, besser gesagt. Und er hat sich einfach mal die Bänder gerissen, weil er ausgerutscht ist beim Bier holen. Dann denkst du dir auch so, wow. Wow, was weiß ich, wie ich hier alle weghaue. Hier ist Giftgas. Hier laufen sie alle um mich rum irgendwie. Ich habe Angst. Leg dich nochmal hin. Oh, sorry, Mann. Hey, warum kann ich den jetzt oder wieder belebt? Na, ich habe einfach nicht genug Schuss. Tötet ihn.
Danke, Mann. Du hast mich gerettet. Ich muss diese Maske abnehmen. Das nervt mich. Ich will den heilen. Ich will den heilen. Ich will den heilen. Lass mich ihn heilen. Jetzt geht's. Ich soll mal die richtige Waffe nachladen. Ganz offensichtlich. Das war auf jeden Fall, der war der König, Mann. Ich weiß auch nicht, wie der dann bewertet wurde am Ende, weil das war eigentlich wirklich die Bewertung. Vielleicht wurde der irgendwie theoretisch abgefragt oder so, weil der konnte auf jeden Fall nicht... Nicht mehr, Alter. Die Lobby ist super. Ich spiele hier so gut wie noch nie. Obwohl ich echt nicht gut spiele eigentlich. Also so im Groben und Ganzen. Das läuft einfach hier, der braucht Heilung. Das war halt eigentlich wirklich der Held. Ich weiß auch nicht, wie der bewertet worden konnte und sowas. Mein Aim. Links, rechts, überall daneben. So ein Scheiß. Weißt du, sage ich eben noch so, wow, ich bin so krass und so gut. Und dann wirklich schießt dann auf den so, bam, 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 bam. Naja, das war der Sieg, cool. Und das waren auch meine ganzen Skigeschichten. Hat auf jeden Fall gebockt. Ich habe da übrigens eine 1- bekommen, glaube ich. Das war natürlich ein bisschen unfair, weil die ganzen Leute, die Skifahren schon konnten, haben dann eine 1 bekommen, eine direkt. Aber ich habe mich da irgendwie so hochgearbeitet. Da gab es dann verschiedene Prüfungen, so von wegen, fahr den blauen Berg, mach die ganz normale Brems-Dingsbums. Das war dann halt irgendwie für die 4 oder für die 5 oder sowas. Dann den roten Berg und das wurde dann halt alles mit dem Schul-Sportlehrer und der war richtig, das war der beste Sportlehrer, den ich je hatte. Der war richtig, also normalerweise, das kann ich noch sagen, normalerweise kennt man das ja, dass diese Sportlehrer manchmal so etwas ältere Leute sind, die dann vielleicht auch ein bisschen fülliger sind, wo man dann so sagt, na, das ist schon lange her, dass der Sport richtig machen konnte. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass der unsportlich ist, der Typ oder so, oder nicht viel Sport gemacht hat in seinem Leben. Aber es ist halt einfach doof. Ein älterer Mensch, wenn man so... in der, ja, nicht unbedingt der Blüte seines Lebens ist, aber wenn man so 17 ist und dann sieht man so einen älteren Menschen, so einen 55-plus-Typen, der Sport unterrichtet, dann denkt man so, ja. Und der war halt wirklich gerade frisch da, war irgendwie so 35 oder sowas, richtig topfit. Wahrscheinlich fitter als ich jetzt. Und der Kerl war richtig guter Sportlehrer, also Respekt an den. Gut, wir machen noch eine Kiste auf und gucken mal rein, was wir kriegen. Deswegen, das war super. Das ist natürlich nicht so super. Das verkaufen wir auch gleich wieder. Das war's zumindest mit der Folge hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt ja auch gerne mal eure Erlebnisse so beim Skisport davon berichten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.